Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Das hat sich durch meinen Sohn ergeben. Der war mit einem Jahr ziemlich schwer krank und hat sehr viele Medikamente gebraucht und habe natürlich versucht, einem kräuterheilkundlich zu unterstützen. Aber es hat immer ein bisschen, irgendwas hat immer gefehlt, damit es so richtig wirkt. Und ich bin dann durch einen Kräuterkollegen auf Bachblüten aufmerksam geworden. Der hat gesagt, ja, schau da mal hin, ich weiß da wen. Und ja, bin ich zu der da hingefahren. Das war so, auch so eine alte Kräuterhexe irgendwie und hat sich eben auch mit Bachblüten auseinandergesetzt und hat meinem Sohn eben eine Bachblütenmischung gemacht. Und auf einmal hat das alles eine Dynamik bekommen. Er ist dann relativ schnell besser geworden. Wie er seine Krankheitsphasen gehabt hat, ist er schneller wieder aus diesem Tief rausgekommen. Also man hat einfach gemerkt, dass er seelisch einiges dahinter war, das, was da geregelt hat. Und das war dann der Punkt, wo ich mich dann mehr mit den Bachblüten auseinandergesetzt habe, wenn man ein Buch gekauft habe und da gelesen habe. Und dann war ich eh schon Feuer und Flamme für das. Und dann habe ich gewusst, ja, das ist genau das, das, was mir eigentlich nur in dem ganzen Werkzeugkoffer mit den Kräutern gefällt hat. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht.